klein, rund, blau und ein absoluter Spaßbringer. Nein, die Rede ist nicht von Viagra. Bei FastLab steht ein ganz anderes Lustpräparat auf dem Rezept. Der Ford Focus RS. Aber Achtung, dieses Medikament macht süchtig. Herrlich. Erste Gewöhnungseffekte treten auf. Der Patient verlangt nach einer höheren Dosis. Führt der Rennstreckenmodus zur erhofften Wirkung? Der Dämpfer ist härter geworden. Ja. Und jetzt haben wir dieses. Und das soll richtig sein, dass ein Auto so, wenn es auf Wellen kommt, nochmal nachhüpft. Nee. Das ist Quatsch. Das ist TINEF. So meldet man das nicht. Ein Dämpfer muss diese Bewegungen aufnehmen und verarbeiten und nicht so machen. Mann. Aber ist keine Frage. Die meisten, die da überhaupt keinen Plan, die sagen, ey, super, ne, hast du gesehen, das Auto härter, der geht jetzt besser um die Ecke, super geil. Das ist aber Driss, das ist Quatsch, das stimmt nicht. Das ist alles Unsinn. Die meisten Autos sind, gerade wenn sie meinen, dynamisch und sportlich zu sein, sind sie in Wahrheit viel schlechter. Der Rennstreckenmodus sorgt für schwerwiegende Nebenwirkungen. Droht ein Abbruch der Versuchsreihe? Nein, Testperson Menzel gibt nicht auf. Jetzt hier mal auf der Driftmodus, okay? Auf der Driftmodus. Papa lenkt mal ein, gibt Gas. Und der driftet. Der tut es wirklich, er driftet. So, einlenken, Gas geben. Das ist eine langgezogene Kurve. Der hat jetzt nicht 500 PS, der Stuhl hier. Ja, und dann kommt der tatsächlich quer. Herrlich. Ja, und? Merkst du was? Das Fahrwerk, ne, das höppelt nicht mehr. Wir haben keine Höppelfunktion mehr. Ja, das Höppeln ist weg. Das höppelt nicht mehr. Weil jetzt die Dämpfer wieder vernünftig arbeiten und nicht einfach nur knüppelhart sind. So macht das Spaß. So ist halt wieder gut. Und wir können querfahren. Also der Modi, ne, der ist mir jetzt mit Abstand am sympathischsten. Man konnte mit dem Auto herzerfrischend querfahren. Das funktioniert tatsächlich, auch auf trockener Straße. Ich lenke ein, ich gebe Gas und du merkst sofort, wie die Hinterachse eigentlich die Tendenz hat zum Übersteuern. Und Halleluja, wo hast denn du das? In seinen direkten Wettbewerbern Audi RS3, Mercedes AMG A45, übersteuern? Ja. Der Einzige, der das kann,
Das ist ein 1,35i, 1,40i mit, wohlgemerkt, Hinterradantrieb, nicht X-Drive. Der ist auch nur auf maximale Fahrsicherheit und auf maximale Performance ausgelegt. Aber nicht so wie er auf Hinterachse will was. Also großes Kompliment, ein riesiges Fahrspaßauto, hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Testreihe erfolgreich abgeschlossen. Diese blaue Pille ist Fahrspaß in konzentrierter Form. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Tankwart oder Reifenhändler.